make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Und damit ein wunderschönes Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft oder Feed the Beast Academy, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ich habe gedacht, ich baue jetzt erstmal, also das habe ich mal zum Austesten gehabt, ich habe gedacht, ich baue ein Lager. Das Lager habe ich sogar gebaut. Nicht wie ich es gesagt habe, ich habe ja eigentlich gesagt von wegen Kisten und so, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Damit wir jetzt mal ein etwas leichteres Leben haben und nicht mehr dieses ganze Kistengeplärre, denn alle Kisten sind weg. Wir haben jetzt da, ne? Hübsch, oder? Ein kleines, ja, ME-System, würde ich sagen. Das hier bringt eigentlich gar nichts. Vollkommen irrelevant. Aber wie man sieht, wir haben jetzt ein ME-System mit einer 4K-Platte und 7 1K-Platten. Haben jetzt 8711 Items drin. Also, ne? Was soll man dazu sagen? Ist eine ganze Menge. So. Dazu müsste ich in den Nether gehen. Ich brauchte Nether-Quarz. Ich zeige mal alles so nach und nach. Also hier das Holz lasse ich nebenbei noch laufen. Hier sind meine Öfen trotzdem noch. Ich habe mir jetzt ein komplettes Tinker-Equipment gemacht. Ein paar Bäume gepflanzt. Hier nochmal das fertig gemacht. Die Schmiede ein bisschen erhöht. Halt mal so ein paar Sachen zwischendurch gemacht, damit das halt auch ordentlich weiterläuft. Komm, der ist ja. Lol. Ich habe hier die Treppe nach ganz unten gebaut. Wir brauchen ja auch Diamanten. Und damit man mal sieht, was ich gemacht habe. Ich muss ja auch viel nach Erzen graben. Also man hat hier, man sieht hier schon so einige Löcher. Und was noch viel, viel geiler aussieht, ist hier unten. Ich habe hier alles nach Erzen durchsucht. Alles Mögliche. Also das kann ich noch nicht mitnehmen, weil ich noch nicht das Level Obsidian habe. Aber ansonsten, man sieht, ich habe mächtig Gas gegeben. Was ich aber nicht getan habe, was ich auch nicht will, ohne die Aufnahmen, das ist die Quest abgeben. Das machen wir jetzt gleich mal, dann sieht man mal, was ich alles so nach und nach gemacht habe. Und ich hoffe, das klappt auch alles. Warte mal, gucken wir mal. Ich habe hier, was ist denn das? So ein paar. Gucken wir mal rein, was wir so haben. Transportation, wir haben Lavadukte, die genannt. Achso, hier. Puls. Das ist cool. Dann habe ich ein paar. Oh Leute, hier kriegst du einen Unterschied zwischen Fluidukt und Transfers Fluids. Opak. Ja, normale, ne? Achso, bei Opak siehst du es nicht. Ah, okay. Ja, nehmen die normalen, ne? Noch viel hübscher. So, das haben wir abgeschlossen. Das haben wir nämlich benutzt hier hinten mit den ganzen Items hier halt, ne? Da sieht man, was hier durchgeht und alles. Wenn hier was durchgeht. Warum macht der nicht weiter? Braucht er jetzt hier keinen Strom mehr? Achso, vielleicht deswegen. Ja gut, also das haben wir auf jeden Fall benutzt hier für die ganzen Kabel, bla. So, dann haben wir noch gemacht Refine Storage Beginner. Ja, wir haben jetzt hier den Controller gemacht. Ja, ein bisschen Quartz Enriched Silicon. Hätte ich natürlich alles gebraucht, rein zwischen Form beim Bauen, aber Wrench. Ja gut. 16K, oh was? 16K-Platte? Alter. Die hätte ich vorher mal gebraucht.
Ich habe ja angefangen mit alles nur ein K-Platten. Das hat halt leider nicht gereicht. Hätte ich das mal früher gewusst. Aber gut. Ich habe gedacht, ich mache die Quest nur fertig, wenn ich hier am Aufnehmen bin. So, das habe ich halt gemacht. Das Grid. Crafting Grid. Weiter geht's mit Kabeln, die ich gemacht habe. Da wird es dann jetzt weitergehen mit dem I.O. Import und Export. Backwards kompatibel. Fluid Grid und Waterproof. Machen wir aber auch erst später. Oh, das hätte mir ja schon so einiges erleichtert, ne? Leco mio, oder? Aber gut, egal. So, was haben wir noch fertig? Technology Beginner, ein Steam. Ein Akkumulator. Hätte ich auch gebraucht. So, und die Fluxdukte. Ja. Wissen wir Bescheid. Sag ich mal nix zu. Wir haben noch so viel Zeug, ne Botania, Twilight, Technology. Beginner habe ich schon hier fast fertig. Advanced und Expert gibt es auch noch. Ah, mit Wireless. Refined Storage. Getting started würde ich jetzt auch gerne weitermachen. Ich würde gerne, auch wenn man das eigentlich in den Folgen, man kennt das halt, jeder kennt das, bla bla bla. Ich würde gerne anfangen, jetzt heute mal ein paar Felder zu bauen. Einfach weil, ne? Kann man machen, ganz ehrlich. Geht ja nicht vollkommen klar. Dementsprechend braucht man ein bisschen Fenze. Oak-Fenze. Zack. Okay, 24 reichen nicht. Aber das hier ist sowieso alles im Weg. So, ich bräuchte hier mal kurz vier Erde. Oder fünf. So. Ich möchte natürlich auch alles ein bisschen hübscher haben. Und das Gras stört. Ich hab durch das L-Craft habe ich so mega Angst, hier was abzubauen. Weil ich immer davon ausgehe, dass irgendwelcher Scheiß aus dem Gras hier rauskommen kann, ne? Ja, unser Portal ist halt hier. Zum Nether. Macht man meine ja auch nochmal ein bisschen hübscher auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt gerne erstmal darum kümmern, dass ich halt hier was ein bisschen in Richtung Felder und Tiergehege gehen kann, um halt auch meine Grundversorgung mal da zu haben. Und für die Quest brauchen wir sowieso. Von daher, ne? Was soll der Geiz? So. Ist nicht gerade weggemacht. So. Schön, der ganze Gras hier weg. Stört sowieso nur. Das stört eh nur. Ich habe jetzt ein bisschen vorgearbeitet, dass ich jetzt mal so ein bisschen die Ausrüstung fertig gemacht habe und so das Lager fertig gemacht habe, dass ich sagen kann, hey, ich kann so noch ein bisschen weiter da, dann auch ohne Aufnahme. Und dass ich sagen konnte, hey, ich kann jetzt mal ein bisschen was tun in der Folge, ne? Dass ich halt nicht nur dann am Rumcraften bin und hier was zum Gucken und da was zum Gucken, sondern einfach ein bisschen was machen kann, ne? So, normale Felder. Ach ja, Fenster habe ich schon. Wofür eigentlich? Wir haben ein Bucket einfach. Ein Bucket mit Wasser. Sehr schön. So. Ich würde sogar direkt hier anfangen, eigentlich. Ich müsste eben mal hier so einiges müssen platt machen. Ich mache das Feld jetzt erstmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich dachte, das Karma wäre dafür da. Wofür war denn jetzt ein Karma da? Ein Karma. Ah, ich glaube, ich hab da was Falsches gemacht. Karma. The Karma is a precision reaping tool. Moving down plants and shearing animals. Harvest and replant crops. Ah, das ist aber keine Hoe. Hoe. Hier. Eins und zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kommt da noch raus? Ach, Würmer. Drei. Eins, zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei, vier. Achso, ja, fünf. Ja. So. Eins, zwei, drei, vier. Ups. So, perfekt gepasst, ne? Eins, zwei, drei, vier. Also mir finden es die Hauptsachen, wie hier Karotten so, wenn es mal die angepflanzt haben. Alles weitere kann man dann sich später nochmal überlegen. Alle am besten nebeneinander. So, Wasser. Das ist keine unendliche Wasserquelle mehr. Verdammt. Gut, dass wir alles hier haben. Und wie gesagt, ich habe mir mal die ganzen Tools mal wenigstens erstmal aus Eisen gemacht. Ich weiß, das ist nicht das Vorteilhafteste, aber den Anfang vollkommen ausreichend, also an Tinker Tools. Da reicht Eisen erstmal vollkommen aus. Mal eben die Äpfel essen. Das hier mal alles weg, so. Und dann gucken wir. 1, 2, 3, 4, 5. Wo wir gleich noch mal eine brauchen. So. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Wasser. Die fällt erstmal in einer Reihe. Und dann kann ich mir nochmal offscreen überlegen, wie ich das anders machen könnte. 2, 3, 4, 5. Ich versuche jetzt erstmal geht es mir darum, dass ich hier wirklich alles da habe. Dann im Weiteren kann man sich mal überlegen, ob man dann irgendwie in einem Livestream oder so. Oder halt auch ich mal so nebenbei alles mal so ein bisschen hübscher mache, wenn es mal anders sein könnte. Aber das gucke ich mir dann halt an. Ich hieß erstmal die Überlegung. 2, 3, 4. Dass es halt hier auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Nicht nur das gleiche ist, nicht zu langweilig wird. Hat natürlich die höchste Priorität. So. Wir brauchen keine Zäune, aber wir brauchen Erde. So. Büsche hier nerven so übel, ne? Ich hab die Minecraft schon immer gehasst. So. Nehmen wir mal eben aus hier alles. Wird auch gleich noch ausreichen. So. Der Biestle Wasser. Eine Hau brauchen wir noch. Und dann können wir schon alles anpflanzen. Sehr schön. Noch eine Hau. Achso, ist noch hier drin. Ja, gut. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann. Ja, sehr schön. Damit kann ich schon mal gut leben. Jetzt brauche ich erstmal Seeds. Ich brauche
Potatoes habe ich noch gar keine. Carrots habe ich noch gar keine. Und was letzte? Beetroot habe ich auch noch. Ey, ich habe das alles noch gar nicht. Müssen wir nochmal ins Dorf gehen. Ganz dringend. 1, 2, 3, 4. Hat aber perfekt gereicht. Ideal, also Quest erledigt sogar. Ah. Ui, das ist cool. Warte mal hier. Guck mal. 1, 2. Das ist mega nice. Dann haben wir doch schon einen Teil. Vielleicht noch die rote Beete. Die können wir uns dann nochmal aus dem Dorf holen gehen. Wo wir am Anfang mal vorbeigelaufen sind. Und das nämlich dann auch erledigt. So. Quest. The Parrot and the Bat. Okay, warte mal. Das können wir machen. Ich finde bestimmt irgendwo ein Pärchen. Guck mal, da ist ein Schaf. Da ist ein Schaf. Da. Und da. Badaba, danke. Nächste Errungenschaft. Wow. Zwei Chicken. Geilo. Hallo. 1, 2, 3, 4. So, nächste Quest, die wir machen können, ist dann Small Storage Crate. Gucken wir mal. Achso, falls ihr Fragen zu dem Aufbau habt, ich kann es mal ganz kurz erklären. Also, hier ist halt ein, so ein Quest-Akkumulator, der ist halt verbunden mit einem Fluid-Rohr, sag ich mal. Der pumpt hier Wasser raus in das Dynamo. Das Dynamo erzeugt einfach in dem Sinne Strom aus Kohle oder Holz, whatever, und Wasser. Dann den Strom dann halt hier in den Controller rein und da habe ich dann hier halt mein Disk Drive, mein Crafting Grid, sag ich mal. Und hier ist nochmal, damit ich halt meine Festplatten leeren kann, wenn ich größere habe. Mit zum Beispiel Platz für 26.000 Items. Nehme ich jetzt die große Platte hier raus und wenn, oder hier so eine kleine, da sind halt um die 1000 Items drauf. Dann lege ich die halt hier rein, dann schickt er die halt an die ran. So, und hier ist halt im Endeffekt nur meine Bonsai ist, die halt dann nachher Holz hier rüber schicken an das Dynamo, wenn die Kohle leer sein sollte, so. Das ist halt meine Stromversorgung, meine kleine für mein System hier. So. Eine Small Storage Crate. Crate. Kann ich sogar fast machen. Wood Casing. Zack. Das hatten die. Oha, die ist gut. Die gefällt mir. So. Getting started. Started Crate Keeper. Wofür ist das? Kann ich zum sagen, hey, darfst du rangehen oder nicht? Vermute ich mal so. Was haben wir hier? Like an eagle piloting a blimp. Any slime wood, any slime sling. When you charge the slime sling and release while looking at the ground, you will be flung violently in the opposite direction. You will bounce when landing while wearing slime woods, negating all the fall damage. That makes them very useful to use in tandem with the slime sling. You can sneak to prevent yourself. Also ich soll das beides machen, ja? Ja, für Slime muss ich mal da vorne hingehen. Eben mal noch ein paar Schleime holen. Ich hoffe mal, da hängen so ein paar runter gleich. Wenn nicht, baue ich mir hoch. Also so ist ja nicht, ne? Und dann mal schauen, was das für ein Achievement ist. Ich kenne es nämlich nicht.
Oder was man da mit den Slime King und so macht. Kommen die nicht mehr hier runtergefallen? Boah, euer Ernst? Ich meine, ich kann mich da auch hochbauen, so ist ja nicht. Machen wir mal eben. Ich brauche immer kurz was zu essen. Wir werden meinen ganzen Weg lang gehen. Das ist auch mal ganz angenehm. Nicht hier. Ja. Ich denke mal, wir werden es schon schaffen, hier nochmal eine schöne Umgebung draus zu machen. Ich wüsste auch nicht, warum wir das nicht hinkriegen sollten. So, wir sind da, wir sind zu Hause. Unser kleines, sehr putziges Home. Kann man schon erstmal noch mit leben, oder? Also ich denke schon. Bei Apple futtern. So, warte mal. Dirt. Reichen 68, komm, wir weiß, was wir machen. Wir nehmen mal Stone. Wir haben schon, ich glaube, 5000 Cobblestones. Nehmen wir die. Da ist noch eine Insel, ne? Ich glaube, die ist sogar noch ein bisschen sinnvoller. Die nicht so weit weg wie die andere. Auf so einer Insel würde ich immer so eine Art, der Dragon Ball kennt so einen Quittenturm machen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. So, hier will ich hoch. Das Schild stört. Und dann schauen wir mal. Müsste ja eigentlich klappen hier. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich hab zwar leicht Angst, jetzt zu sterben, aber hey, was soll's. Ob ich da im Wasser landen kann? Oder werde ich gleich meinen ersten Tod haben? Was? Was? Die verarschen mich. 45 reichen nicht. Gut. Alter. Nehme ich da gerade ein. Ja. Was? Never haben die mich da gerade gekillt. Never haben die mich da gerade gekillt.
Lol. So kommt man auch hoch und runter. Du warst eh geplant, aber. Was? Ach nö. Wie lästig. Ich will doch nur meine Sachen wieder haben. Mit dem Schleim machen wir in der nächsten Folge. Obwohl, nein, das machen wir diese. Das schaffen wir locker. Brauchen wir nur noch so ein paar weitere Sticks. Gehen wir nochmal hoch. Ach, guck mal, die Backen. Ich habe keine Zeit für euch. Oh, ich war ja fast da, ne? Nervig. Dämliche Schleime. Ohne Witz. Okay, hoch geht nicht schnell, nur runter. Na super. 2 Meter pro Sekunde. Und so sieht es noch lange aus. Maha. Ich verprügel euch mit Leitern, ist mir egal. Man bedenkt, ich habe die Monster auch auf hart gestellt, ne? Also daran kann es halt auch liegen. Dass halt auch Schleime gut Schaden machen. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber. Das waren auch. Wo ist mein Tod jetzt? Hä? Fünf Meter tiefer? Wo ist denn mein Tod? Muss ich hier nicht noch irgendwo Sachen haben? Ach hier, das ist cool. Mit den Leitern so runter. Das ist ganz geil. Mein Tod da unten irgendwo? Oh,
Eigentlich müsste mein Tod doch irgendwo da sein, oder nicht? Allein mal so rein von der Theorie. Oder hängt er irgendwo hier unten? Liegt der hier mit einem Sand oder so, zufällig? Nö. Ja, dann muss der halt oben sein. Jetzt sind meine ganzen Sachen weg. Ich geh nochmal kurz gucken. Und wenn sie nicht da sind, ja, dann muss ich halt die Sachen alle mal neu machen. Das kann ja wieder ein ganz viel Spaß werden. Also das machen wir jetzt noch und danach machen wir Feierabend. Dann würde ich euch genug gelangweilt haben, oder? Und wir sind da wieder Schleime. Da keine Zeit für. Bis gleich. Tod müsste ja ungefähr, warte mal. Wo ist denn der? Hä? Hier. Systemblock zeigt mir den. Bull mir alles auf. Gar kein Ding. Hops. Mann, ich will raus. Danke. Also irgendwie ist alles für meinen Todespunkt weggebackt. Oder hält der nur eine bestimmte Zeit oder so? Kann das sein? Ich bin mir leider nicht ganz sicher mit. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Hoch, 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 Mann. Oh, Alter. Man, noch höher kann er nicht sein. Das wäre echt schon mega eklig, wenn die Sachen jetzt weggebackt sind, ne? Aber hier ist halt mein Todespunkt, von daher. Sind die Sachen echt weggebackt? Schade. Na gut. Tja. Das war dann die heutige Folge. Hardcore. Ach Gott, nicht Hardcore. Mann. Academy. Zeigen wir sie uns dann wieder, wenn ich meine Sachen wieder hab. Dann mal abwarten. Haut rein.